Im letzten Video haben wir das Unit-Testing-Projekt ShoppingCart.tests aufgesetzt und das hat hier diesen leeren Unit-Test 1 erzeugt. Wir wollen das gleich weiterverwenden, um unser Cart-Item zu testen. Zuerst sollten wir aber mal diese Klasse umbenennen in CartItemTest, weil wir damit die Klasse CartItem testen wollen. Und wichtig, die Datei heißt immer noch unittest1.cs und wenn Sie sich an die ersten paar Lektionen erinnern können, habe ich ja gesagt, dass wenn Sie ein Projekt mit Git verwalten, dann sollten Sie die Datei nicht einfach umbenennen, sondern mit Hilfe von Git verschieben. Machen wir das gleich mit git move, also git mv, shoppingcart.tests, unittest1.cs. Vielleicht speichere ich es vorher noch hier oben. Also dann weiter umbenennen, shoppingcart.test wird das Ziel und ich nenne es cartitemtest.cs. Macht es hier mal zu, das ist nicht mehr synchron. Mache das neue auf, hier das R für renamed, git status, ja, wurde als Umbenennung erkannt. Und jetzt ist die Frage, was wir hier testen wollen. Also mache es mal nebeneinander auf. Sie sehen, das Cart-Item hat zwei Properties, Product und Amount. Und wir haben eine ToString-Methode. Können wir einfach mal diese testen. Also public void test ToString. Und ich nehme wieder die altbekannte Form, arrange act assert. Und im arrange-Teil erzeugen wir ein neues Cart-Item. Cart-Item. Nennen wir es mal x gleich new cart item. Das Produkt ist x, wie schon gesagt, und der Amount ist mal 7 Eier. Und was wir gleich mal machen können, ist den String hinterschreiben, wie wir uns ihn vorstellen. String expected, also das erwartete Resultat wird dann sein x mal 7. Jetzt gehen wir in den Act-Teil und dort wollen wir die Variable abspeichern, die dann tatsächlich zurückkommt. String actual und die kommt zurück, wenn wir auf X das ToString aufrufen. Gut, dann im Assert-Teil assert.equal actual expected. Schauen wir, ob das tatsächlich dem Erwarteten entspricht. Sieht soweit gut aus. Ruf es mal mit .NET Test auf. Schauen wir, ob das klappt. Darin etwas nicht gut. Ah, ja, genau, ich habe die Reihenfolge vertauscht. Wir haben hier Amount mal Product. Und ich habe Product mal Amount. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Fangen wir beim Amount an. Also gehen wir davon aus, die Implementierung war korrekt und ich habe hier den Test falsch geschrieben. Korrigieren wir das und führen den Test nochmal aus. Ah ja, Groß-Kleinschreibung. Natürlich habe ich es hier klein geschrieben, muss ich den Test auch machen. Dritter Versuch. Der war jetzt erfolgreich. Somit wäre eigentlich das Cart-Item mal grundlegend getestet. Und ihr könnt das mit Git hinzufügen und committen mit der Meldung oder Message implemented tests for Cart-Item and its toString method. Zum Beispiel git push. So, das hat geklappt. Also Cart-Item werden mal getestet. Jetzt wollen wir das Schwierigere machen, den Shopping-Cart selber. Der hatte drei Methoden und wir müssen zuerst einmal eine leere Datei machen. ShoppingCartTest.cs. Nehmen die wieder nach links hier, dann haben wir beides schön nebeneinander.
Namespace, schauen schnell nach, Shopping Cart und Tests, using XUnits, damit wir die Assertions verwenden können, und dann nennen wir das Public Class Shopping Cart Test. Noch keine Methoden drin. Jetzt müssen wir überlegen, was wir als erstes testen wollen. Okay, wir können mal überlegen. Am Anfang haben wir einen leeren Shopping Cart und der soll keine Produkte drin haben. Allget Product soll eine leere Liste zurückgeben. Im Moment gibt es noch 0 zurück, was nicht schön ist. Also fangen wir an, schreiben wir einen Test mit Facts, wird der markiert als Test. Dann nennen wir das Public Void Test Empty Cart. Cart has no products. Im Arrange-Teil machen wir einen neuen Shopping Cart. Und wir fügen dem nichts hinzu. Jetzt ist die Frage, was erwarten wir? Ich denke mal, eine leere Liste wäre sinnvoll. List String empty so etwas. Jetzt Act. Machen wir List String Actual gleich Cart.getProducts. Und im Assert-Teil prüfen wir assert.equal, ob der, ja, man kann auf Gleichheit prüfen, vielleicht wäre es noch einfacher, lasst es einfach weg und schauen, ob die Länge da einfach 0 ist, weil eine Liste der Länge 0 ist leer. Equal, wir erwarten also actual.count, die Länge dieser Liste soll 0 sein. Okay, jetzt nehmen wir mal zur Abwechslung den Test Explorer und aktualisieren den. Schauen, ob dann hier eine leere Liste zurückkommt. Jetzt geht offenbar etwas nicht. Um Fehler zu finden, machen wir mal .NET Tests. Ist meistens aufschlussreicher als die Anzeige hier. Aha, List wurde nicht gefunden. Ich denke, das liegt daran, dass wir die Generics noch nicht importiert haben. Using system.collections.generic. Schauen, ob es jetzt besser aussieht. Es hat geklappt. Warum es noch Unit-Test 1 heißt, ist mir nicht klar. Also die Klasse heißt tatsächlich noch so. Wollen wir das noch umbenennen? Card-Item-Test. Ich glaube, dann habe ich den Editor zu früh zugemacht gehabt. Machen wir das wieder zu. Aktualisieren es nochmal. Jetzt sieht es besser aus. Führen wir die Tests auch gleich durch. Wir laufen schon. Ja, und der ist jetzt gescheitert. Und der Grund ist halt, weil ich das nicht so implementiert habe. Wir haben hier 0 zurückbekommen und darauf kann man kein Count aufrufen. Also geben wir einfach mal New List String zurück und dann dürfte das auch klappen nachher. Das hat geklappt. Vollständigkeit halber. Mach's mal um. .NET Tests. Führe alle Tests nochmal aus. Das sollte auch klappen. Sehr gut. Also der erste Test wäre jetzt erfolgreich. Ein leerer Shopping Cart hat keine Produkte drin. Jetzt als nächstes. Ein leerer Shopping Cart hat auch kein spezifisches Produkt drin. Das heißt, wenn ich jetzt GetAmountFor ein Produkt haben möchte, das nicht abgelegt wurde, dann sollte ich etwas zurückbekommen. Die Frage ist, was? Ich denke, Wert 0 wäre nicht korrekt, weil das Produkt ja dem Shopping Cart gänzlich unbekannt ist. Dann könnte man vielleicht eine Exception werfen wieder. Fangen wir an mit dem nächsten Test, Public Void, den nennen wir das,
test missing product has no amount. Also keinen Amount, nicht den Amount 0, ist ein wichtiger Unterschied. Arrange Teil, macht einen neuen Shopping Cart, kann es so ein bisschen abkürzen. Act Teil, ja, sollen wir testen? Wir wollen testen, dass eine Exception zurückkommt, dann ist Act und Assert jeweils in einem Schritt. Machen wir assert.throws, dann nehmen wir eine Argument Exception und dann machen wir diese so einen Block hier drin. Also hier drin wird der Code ausgeführt, der dann schlussendlich eine Argument Exception auslösen soll. Und das ist, wenn wir fragen card.getAmountFor, nehmen wir zum Beispiel Milch, weil wir haben ja keine Milch drin. Diesem Shopping Cart haben wir gar nichts drin. Mache einfach mal dort einen Test, damit alle Tests ausgeführt werden und wir nicht hier mit dem Test Explorer alles laden müssen. Das hat schnell funktioniert, beziehungsweise ist erfolgreich gescheitert, weil wir werfen hier keine Argument Exception, sondern geben einfach minus 1 zurück. Das war nicht die Idee. Und lösen kann man das New Argument Exception, indem wir einfach diese Exception hier werfen, und zwar in jedem Fall, weil die anderen Fälle schauen wir erst nachher an. Das hat geklappt, also die trivialen Testfälle haben wir jetzt mal abgedeckt. Ist ein guter Zeitpunkt, um mal beide Projekte wieder Git hinzuzufügen. Commit-M, Covered Trivial Test Cases for Shopping Cart. Git Push, so haben wir das erledigt. Also, das Triviale wäre gelöst. Jetzt wollen wir mal die ernsthaften Fälle, die nützlichen Sachen umsetzen. Was wir machen könnten, ist zum Beispiel, wir fügen dem Shopping Cart ein Produkt hinzu mit einer bestimmten Menge und erwarten dann, dass dieses Produkt dann auch drin ist. Also nennen wir das Facts, Public Void, Tests, Added Product Appears in Cart, irgend sowas. Beim Arrange machen hier machen wir einen Shopping Cart und jetzt wollen wir gleich dem Cart was hinzufügen. Mit Add Item machen wir mal Bananas 3, also 3 Bananen hinzufügen. Ist eigentlich egal wie viele, wir können auch 0 hinzufügen. Wichtig ist, dass wir nachher das Produkt, das Bananas drin haben. Im Act-Teil machen wir dann ListString Products gleich Card.getProducts. Und im Assert-Teil, da prüfen wir einfach Bobs Assert.equals. Und dann sagen wir beim das Products 0. Haben wir eins drin, ist gleich Bananas. Schauen wir, ob das klappt. Das dürfte eigentlich nicht. Oh. Doch, einen Test wollte ich ausführen, nicht Git Push. Aber macht ja nichts. Oh nein, ist nicht Assert Equals, sondern Assert Equal. Wie falsch gemacht. So, jetzt laufen sie durch. Ja, ein Fehler. Weil ich gebe einfach eine leere Liste zurück. Was soll ich stattdessen machen? Ich kann eine Liste zurückgeben. Das Problem ist, wir haben noch gar keine solche Liste. Also müssen wir das zuerst schreiben und wir machen die hier mal private. Also den Shopping Cart, der speichert seine Daten in einer privaten Liste von Cart Items. Auch hier müssen wir wieder diese Klassen nehmen können. Das nennen wir einfach Items. Cart Item Items. Okay, und jetzt können wir den Add Item einfach einmal
items.adds und dann new cart item product amount, dann ist das mal drin. Item ist am Anfang leer, ja. Werden immer etwas brauchen. Einfach mal dieses new so. Jetzt wird es hinzugefügt, aber wird noch nicht rausgelesen. Müssen wir dann hier noch separat machen. Da machen wir eine List String Products oder Product Names, ja egal. Und darin gehen wir einfach alle diese Items durch. For each card item, item in Items. Und fügen bei jeder Iteration vom Item den Produktnamen hinzu. Und jetzt gehen wir nicht mehr die leere Liste zurück, sondern die Products Liste. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das ist dieser Test. Einmal dort einen Test. Das hat geklappt. Shopping Carts und Shopping Cart und Tests mal in den Staging-Bereich hinzufügen. Müssen es auch nicht unbedingt committen. Sie sehen, da die Lösung wächst Schritt für Schritt. Sicher noch nicht alles korrekt, aber wir kommen der Sache immer näher. Jetzt haben wir geprüft, ob das Produkt drin ist. Jetzt wollen wir noch schauen, ob ja, die Menge auch stimmt. Public void test added product has correct amount. Range. Neuen Shopping Cart machen, Cart add item, nehmen wir mal Potatoes, nehmen wir 17 Kartoffeln, Act machen wir da, Cart get amount for Potatoes, nennen wir es int actual, das int expected ist nämlich 17, weil so viel fügen wir da hinzu. Und cert, da machen wir mal cert.equal actual expected. Kann mir da die Reihenfolge nie richtig merken, aber es ist ja für die Logik nicht so ein Problem. Also wir fügen 17 Kartoffeln hinzu und schauen dann, ob die Menge für Kartoffeln tatsächlich der hinzugefügten Menge entspricht. Das dürfte natürlich nicht funktionieren, weil GetAmountFor noch nichts Sinnvolles macht. Trotzdem führen wir diese Tests aus. Gut, da ist einer gescheitert. Wie finden wir jetzt diese Menge heraus, diesem Produkt? Also, wir müssen jetzt unsere Items durchsuchen nach diesem Produkt und wenn wir es finden, geben wir die Menge aus. Wenn wir es nicht finden, wird weiter in diese Exception geworfen, weil der alte Test soll ja auch noch durchlaufen. For each card item item in items und dann if item.product, wenn das dem gesuchten Produkt entspricht, dann machen wir return item.amount. Und wenn jetzt diese Schleife fertig ist und das Produkt nie gefunden worden ist, dann wird auch nie etwas zurückgegeben, dann wird einfach die Argument Exception geworfen, damit alles noch weiterhin durchläuft. .NET Test. Jetzt hat alles funktioniert. Git add Stern. Sollte man aufpassen damit. Riskiere es jetzt mal. Ja, wenn das Git ignore korrekt ist, dann stimmt auch das. So, das war der nächste Fall. Den haben wir erledigt. Und jetzt kommen so die interessanten Fälle. Wenn wir einmal zum Beispiel 17 Kartoffeln hinzufügen, noch einmal 7, dann haben wir da im Moment haben wir zwei Einträge und das ist nicht schön. Wir wollen ja wissen nachher, ich habe jetzt insgesamt 24 Kartoffeln hinzugefügt, weil der Shopping Cart soll intelligent sein und uns solche Sachen abnehmen. Also machen wir einen neuen Test und nennen den public void test add same product twice accumulates amount. Also wenn wir das gleiche Produkt zweimal hinzufügen mit einer ja, unterschiedlichen oder gleichen Menge,
dann soll der Amount kumuliert werden. Arrange Shopping Carts, mach da einen neuen. Cart Add Item, nehmen wir mal 3 Eier. Und dann fügen wir noch etwas hinzu. Zwar 6 Eier. Dann jetzt Acts. Int Actual gleich Card gets Amount 4x. Das Actual ist ja 3 plus 6 gibt 9. Assert. Assert. Und equal actual expected. Wunderbar. Das müsste jetzt eigentlich scheitern, weil wir es noch nicht korrekt implementiert haben. Sieht hier los. Expected ist im aktuellen Kontext nicht vorhanden. Habe ich mich da vertippt? Da natürlich expected. Zweimal das gleiche geschrieben. Eifer des Gefechts. So, erfolgreich gescheitert, wie angekündigt. Und das Problem ist ja nicht die GetAmountFor-Methode, die ist völlig korrekt. Das Problem ist hier diese AddItem-Methode, die einfach immer nur stupide neue Items erzeugt, statt die Mengen der bestehenden Items aufzurechnen. Also, wie implementieren wir jetzt das? Machen wir auch eine Schleife und versuchen wir, den Eintrag, bestehenden Eintrag zu finden mit dem gleichen Produkt. Card Item Item in Items und dann schauen wir if Item.Product das gleiche wie das, was wir hinzufügen. Wenn das übereinstimmt, können wir Item.Amount einfach mit dem neuen Amount erhöhen. Jetzt sind wir fertig. Und am besten machen wir hier noch Return. Weil wenn es dann nicht gefunden worden ist, dann wird das ausgeführt. Also die Schleife ist durchgelaufen, wir haben das Produkt nicht in den Items gefunden. Dann machen wir einen neuen Eintrag. Wenn wir das Produkt gefunden haben, dann rechnen wir es einfach hoch und stellen sicher, dass wir die Funktion oder die Methode dann verlassen. .NET Test. Schauen, ob das klappt. Hat funktioniert. Also im nächsten Fall haben wir ebenfalls erfolgreich umgesetzt. Was könnten wir als nächstes machen? Wir könnten mal 2 verschiedene Produkte hinzufügen und dann schauen, ob die beide in der Liste drin sind. Also machen wir den nächsten Test. Public void test adds 2 products both appear in list. Also wir fügen 2 Produkte hinzu und beide erscheinen in der Liste. Bei Arrange immer einen neuen Shopping Cart erzeugen. Dann Cart Add Item mal Milk 3 und Cart Add Item X wieder. Menge ist diesem Kontext egal. Expected Wert, ja, machen wir das mal nicht so. Act List String Products gleich Cart.getProducts. Und jetzt können wir im Assert-Teil diese Vervollständigung funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Ich kann zum Beispiel Assert True Products.contains Milk und product.contains x. Also soll beides drin haben. Es gibt Leute, die sagen, man soll pro Testmethode nur eine Assertion drin haben, aber ich bin da weniger streng. Wir wollen nur 2 Sachen sicherstellen. Könnt ihr auch 2 Listen erstellen und die dann vergleichen. Also die Liste, die hier erstellt wird, mit einer, die wir manuell erzeugen und dann schauen, ob das die gleichen sind. Aber wie das dann mit der Reihenfolge ist und so weiter, weiß ich jetzt nicht. Darum machen wir einfach mal .NET Run. Da haben wir halt 2 .NET Test. Haben dann halt mal 2 Assertions drin zur Ausnahme. Ja, das hat funktioniert. Also Methode getProducts, die klappt. Die arbeitet ja schon richtig.
können wir noch zum Abschluss versuchen, einen kombinierten Test mit mehreren Produkten und die wir mehrmals hinzufügen und dann schauen, ob alle noch die richtigen Mengen haben, also alles miteinander testen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben bisher, dann dürfte auch das klappen. Also Test, Add, Multiple Products, Yields, Correct, Amount. Also wenn wir mit mehreren Produkten arbeiten, dass wir dann auch noch die richtige Menge haben, dass das eben auseinandergehalten wird. Ich sage jetzt streng genommen, dieser Test ist eigentlich nicht mehr nötig, aber er demonstriert doch schon die ganze Funktionsweise und ein Test soll auch immer ein bisschen das ganze System dokumentieren. Also machen wir mal Bier. Nähern uns dem Feierabend schließlich. Dann Milch für morgen früh dann. Und dann noch ein Brot. Ja, nehmen wir gleich 5 Brote. Und jetzt haben wir gedacht, dass es ein bisschen wenig ist. Nehmen wir noch 5 Biere, 2 Liter Milch und Brote. Nehmen wir noch 1 zusätzlich. Das mit den Actual Variablen lassen wir mal. Können da gleich mal ein bisschen abkürzen. So, ups. Alte Fehler. Ja, was prüfen wir jetzt? Machen wir es ganz kurz hier. Card.getAmountForBeer. Also 3 plus 5 gibt 8. Bier das zweimal. Milk und Bread. Also Milk 1 plus 1 gibt 2. Und dann Bread 5 plus 1 gibt 6. Wunderbar. .NET Tests. Funktioniert alles. Dann jetzt Zeit zum Committen. Implemented Methods for Shopping Cart with Unit Tests oder sowas. So, schauen wir, ob das da oben ist. Ja, genau, das hat geklappt. Also, wir haben jetzt diesen Shopping Cart und der kann eigentlich alles, was wir machen wollten damit. Syntax Highlighten funktioniert hier noch nicht richtig. Vielleicht können wir das mal neu öffnen und dann klappt es auch. Immer noch nicht, egal. Auf jeden Fall hat er die Operation Add Item, womit ich ein Produkt in einer bestimmten Anzahl hinzufügen kann. Er hat die Methode GetAmountFor, womit ich ermitteln kann, welches Produkt welche Menge hat. Und er hat noch die Methode GetProducts, die mir alle Produkte auflistet. Ich könnte jetzt einen unbekannten Shopping-Cart nehmen, dann hier GetProducts, alle Produkte rauslesen und dann anhand dieser Information drüber iterieren und die Menge jeweils dazu auslesen. Wenn ich mir das Ganze anschaue, die Implementierung ist nicht so kompliziert. Aber wichtig, man könnte sie noch viel schlanker machen, indem man eben nicht eine Liste verwendet, sondern ein Dictionary. Wie man das macht, möchte ich im nächsten Video zeigen. Das Gute ist, wir haben Unit-Tests, die haben wir jetzt geschrieben. Und wenn wir das jetzt umimplementieren, werden wir sehen, wie nützlich das ist, diese Unit-Tests zu haben. Bis dann.